Ich mache meinem Sohn jetzt eine Feuerwehr-Butterbrotdose. Wir brauchen hier einmal diesen Feuerwehr-Einleger für die Butterbrotdose. Der ist einfach so cool. Dann einmal diese Toastbrötchen, die werden getoastet. Und den Aufstrich dazu habe ich dann hier mit Zwiebeln, Butter, ganz vielen Karotten, wieder Butter und Tomatenmark gemacht. Dann kommt Oregano, Thymian und Salz rein. Das Ganze habe ich dann hier drauf gestrichen. Und zu guter Letzt, das soll so ein bisschen Pizza-Brötchen-mäßig sein, habe ich einmal aus dem Käse hier so kleine Eulen ausgeschnitten. Ich fand das einfach so süß. Dann habe ich hier einmal einen Hafer-Erdbeer-Drink reingefüllt. Ich dachte aber, der wäre komplett rot. Dann gab es einmal hier Paprika. Das sind dann die Feuerwehrschläuche und rote Rosinen, rote Himbeeren und rote Weintrauben. Die habe ich dann wieder in Zickzack geschnitten, die Kerne entfernt und auch alles hier schön reingetan. Und fertig ist die Feuerwehr-Butterbrotdose.